Die Reutlinger Stadthalle standesgemäß illuminiert in Rot. Auf ihrer letzten Klausurtagung vor den Landtagswahlen machen sich die Genossen Mut. In der Stadt, in der einst SPD-Urgestein Ollenhauer die SPD weg vom Marxismus hin zur Volkspartei steuerte, soll die Landes-SPD jetzt den Weg aus den Mauern Umfragewerten hin in den Fokus der Wähler finden. Bilanztechnisch besser als jetzt könnte es für die Partei mit Nils Schmid, dem Vize-MP, dem Super, dem Wirtschafts- und Finanzminister, dem Reutlinger Landtagsabgeordneten nicht laufen. Höchstes Wirtschaftswachstum, nahezu Vollbeschäftigung und Nullverschuldung. Demoskopisch aber steht nicht Schmid und dessen SPD, sondern der grüne Ministerpräsident und dessen Partei im Licht und die Genossen in dessen Schatten. Das aber soll sich jetzt in den verbliebenen 8 Wochen ändern. Weil viele den Eindruck haben, da gibt es einen namens Kretschmann und der macht das alles. Aber wenn man jetzt mal hinguckt, wer das wirklich macht. Ob Wirtschafts-, Finanz-, Kultus-, Integrations-, Justiz- oder Innenministerium, darauf verweisen Schmiedl und Schmid gemeinsam, die entscheidenden Handlungsfelder fallen den eigenen Ministern zu. Also so viel Sozialdemokratie in Baden-Württemberg war noch nie und das war eine gute Grundlage für 5 erfolgreiche Jahre in Baden-Württemberg. Die Wirtschaft in Baden-Württemberg ist in bester Verfassung. Wir haben das stärkste Wirtschaftswachstum aller Bundesländer. Wir haben zusammen mit Bayern die niedrigste Arbeitslosigkeit, die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit. Wir haben quasi Vollbeschäftigung in vielen Regionen des Landes. Anders als von vielen prophezeit sei das Land unter Grün-Rot in den vergangenen Jahren mit Weitblick auf einen sozialen Zukunftskurs gebracht worden. Und schon 2011 haben wir angefangen, Gemeinschaftsschulen einzurichten. Schon 2011, 2012 haben wir einen massiven Ausbau der Kinderbetreuung zusammen mit den Kommunen. Mehr günstigen Wohnraum, ein sozialdemokratisch gerecht gestaltetes soziales Wachstum, das sei jetzt das Gebot der Stunde, mit Wohlstandsgewinnen, vor allem für die unteren Lohnsegmente. Schmid schärft auch die koalitionären Unterschiede, wie beim Straßenbau. Ich nehme mit einer gewissen Freude zur Kenntnis, dass der Kollege Wiener Herrmann inzwischen genauso begeistert rote Bändel durchschneidet wie ich auch, wenn es um die Eröffnung von neuen Landesstraßen geht. Strategisch komplett zurückgenommen hatten sich die Roten in der Kritik am grünen MP, um Grün-Rot als Ganzes gegen Schwarz-Gelb zu sichern. Flüchtlingskrise, Terror, aktuell die Kölner Ereignisse, der AfD-Aufstieg könnten einen Strich durch diese Rechnung machen. 19 Umfrageprozente hat Forsa im Dezember ermittelt, 28% bei den Grünen. Ein noch schärferer Kurs in Flüchtlings- und Asylpolitik als bei den Grünen nach Köln, gebündelt in einer Reutlinger Erklärung, soll dieser Entwicklung ein Ende machen. Indem wir verpflichtende Integrationsangebote einrichten in den Lehrern, so aufgeklärt wird, was sind die Spielregeln bei uns, was ist strafrechtlich bewährt und was sind die Werte und Normen, an denen sich alle, die hier ankommen und hier leben wollen, halten sollen. Wie auch die Grünen hat die SPD zudem die vom Bund lange verzögerte Verschärfung des Sexualstrafrechts gefordert und legt jetzt aber auch bei den Abschiebungen nach. Wenn jemand gegen diese Sexualstraftatbestände verstößt, dann kann er ausgewiesen werden, egal wie hoch das Strafmaß ist. Dazu kommt der neue beschlossene grün-rote 5-Punkte-Plan. Regelmäßige Videoüberwachungen auf Großveranstaltungen, konsequente Platzverweise, Bodycams an Polizisten und mehr Präsenz und mehr abschiebefähigere, sichere Herkunftsländer. Allen hier ist bekannt, dieser Plan trägt teils gegen grüne Bedenken die deutliche Handschrift des SPD-Innenministers.